Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist Sonntag. Closed. Es ist geschlossen hier. Wir haben hier einen Poller und wir haben ein Tor. Aber ich habe hier für heute Sonntag habe ich zwei Eintrittsfernbedienungen. Wir fangen erstmal hier an. Runter. Also unser Poller fährt jetzt runter und unser Tor fährt hoch. Formel 1 Technik kennen wir schon, aber dieses Auto sprengt noch mal den Rahmen. Wir haben hier Luftfahrttechnik, Hubschrauber und U-Boot-Technik noch mit drin. Es geht nämlich um den aktuellen Aston Martin Valkyrie. Diese goldenen Fernbedienungen lege ich mal hier hin. Ja? Es ist immer wieder schön. Guck dir das mal an. Alles wieder. Von wann ist das hier? Ja, oh, das ist auch noch gar nicht so alt. Das habe ich erst vor so 12 Wochen oder so. Ich aber wie alt bekommen. Ist das? Das an sich? Oh, 50er Jahre. Dürfen wir mal wissen, was so eine Dose kostet? Ja, sowas liegt jetzt. Ist nichts Besonderes bei einem Zehner. Okay, jetzt ist mein Stand. Ja. Und ich möchte dafür einen Zehner haben. Wie viel gibst du mir? Ja, ich gebe dir einen 4. Es ist so klar, es ist so klar, weil wir haben die letzten Wochen schon verhandelt über eine Folierung, ja. Okay? Da haben wir telefoniert hin und her, aber jetzt kommen wir endlich zum Auto. Was ich total absurd finde ist, das Auto hat ja ein Sportgetriebe, ja, Renngetriebe, hat aber kein Rückwärtsgang. Genau. Dein Rückwärtsgang wird über deinen Elektromotor gesteuert. Ja, ist eine Hochvoltbatterie verbaut, das ist ein Kehrsystem aus der Formel 1, man genau. Muss ja sagen. Hut ab, Adrian Newey hat sich das gewünscht, so ein Auto. Ja. Er hat ihn komplett entwickelt. Ja. Das merkt man auch in jedem Detail. Und dazu gehört auch dieses System, das ist ein Kehrsystem wie bei der Formel 1. Die Batterie kannst du auch nicht extern laden. Ja. Du kannst nur fahren. Beim Laden, beim Fahren lädt die Batterie sich auf. Ist eine Hochvoltbatterie. Genau. Da musst du auch immer darauf achten, dass sie mindestens 30% hat. Ansonsten kannst du mit dem Auto nicht mehr fahren. Kommst auch selber nicht mehr klar. Kannst du nicht mehr schaffen. Du kannst, wenn deine Batterie alle ist, kannst du nicht mehr rückwärts fahren. Nee. Wir müssen hier noch die Außenspiegel ranbringen. Und damit wir auch was gucken können. Nein, Spaß. Das ist hier. Genau. Das sind unsere Spiegel. Ja. Ich kenne es von den Speedtail. Ich finde es mega irritierend im Auto. Da muss man sich dran gewöhnen. Also es gibt keinen Außenspiegel in dem Sinne mehr, um auch Aerodynamik bessere Aerodynamik zu bekommen, weil ein Spiegel würde hier auch extreme CW-Werte stören. Okay? Deswegen hat er ein Kamerasystem drin. Und da drin hat er auch zwei kleine Monitoren, die sind so groß wie ein iPhone. Und da kannst du dann sehen, wenn du rückwärts fährst oder sonst auch vorwärts fährst, kannst du, das ist dann deine Seitenspiegel. Wie kriegst du ihn auf? Es ist Neuland für mich. Ich war noch nie vor einem Aston Martin Valkyrie. Aber warte mal, wenn du mich schon so fragst. Warte. Alter. Ist schon falsch, ne? Hä? Nee, ist schon ganz warm. Ah. Ja, es wird heiß, heißer. Ah, warte. Ah, hier ist er. Aber der geht nicht. Jetzt, oh. Einmal Alter, habe ich erschrocken. Ja, das ist ein Rennwagen mit Softclose aus. Das ist jetzt Genuss pur. Und jetzt guckt euch das an. Gefühlt wie eine Einkaufstüte bei Edeka. So leicht ist diese Tür. Das kann man sich nicht vorstellen. Und jetzt machen wir mal auf. Zack. Ist das nicht geil? Ihr wisst ja, ich habe 20 Jahre Kiboto gemacht. Kennst du das? Nee, kenn ich nicht. Das ist ein ganz besonderer Kampfsport. Okay. Ja, genau, da kommt es auf Schnelligkeit an. Da kannst du hier reinhüpfen dann. Ja, Kiboto steht für Kinderbodentouren. Ah ja, okay. Ja, also wir werden gleich auch wieder die Lache haben, wenn ich da auch einsteigen soll. Also ich muss mich da zusammenfalten, um da reinzukommen. Ich setze mich mal rein, ich zeig's dir mal. Ja, gerne. Soll ich dir helfen? Eigentlich muss man nur eins bei dem Auto, das haben sie leider verpeilt. Was? Du musst quasi Schuhe ausziehen. Ja, oder du nimmst einen Lappen mit. Nein. Du musst für einzusteigen auf den Sitz treten. Lenkrad ab. Kannst du dir mal zeigen? Alleine, was so ein Lenkrad kostet. Schreib mal in die Kommentare rein, was kostet so ein Lenkrad? Was schätzt ihr? Ich habe so ungefähr eine Idee und guckt euch das, hört euch das mal an. Das ist doch geil, das ist doch genial. Alter Schwede, ist das genial. So, und jetzt einsteigen, oder was? Einsteigen, genau. Okay. Sollen wir? Ja, bitte. Gut.
Genial. Und dann gebe ich dir dein Lenkrad wieder. Jawohl. Und jetzt bist du drin. Sind wir drin. Geil. Das ist, gut, gesagt, dass ich sportlich 20 Jahre Kinderbodentouren gemacht habe. Das ist echt. Alter. Boah. Das gibt's ja gar nicht. Das ist schon eng. Alter, das ist ja kuschelig hier. Man muss sich schon gern haben, ja, in dem Auto. Ne? Man muss sich ja gern haben. Ja, das stimmt. Ne? Er fährt jetzt eine ganze Geschichte jetzt hoch. Boah. Ey, wenn du jetzt noch die Tür zumachst, dann kriegst du ja Platzangst hier drin. Das ist schon. Oh mein Gott. Boah, und hier hat er einen Feuerlöscher. Ja, bitte nicht. Nein. Also Ast Martin hat mir gesagt, 7 Kunden haben bereits, weil wenn du jetzt die Zündung anmachst, leuchtet er noch rot, haben den als Startknopf benutzt und 7-mal mussten sie das Ganze schon wieder neu füllen. Genau. Weißt du, was ich mega cool finde? Dass du hier drin sitzt und im Endeffekt nichts hast. Es ist so puristisch gehalten, ja. Es ist nicht so ein Fett-Display hier, Knöpfe da. Du hast gar keinen Knopf hier, Nur das Lenkrad. Nur Lenkrad. Und er hat ja auch Klimaanlage, also der hat schon Luxus im Gegensatz zum Rennwagen. Mhm, er ist ja auch gut 240 Kilo schwerer wie der Rennwagen. Krass. Okay, ja, sollen wir mal gucken. Mach. Bremse treten. Wow. Was soll ich sagen? Hatten wir beim letzten Mal. Hatten wir beim Pagani genauso. Notlauffunktion aktiv, Start abgebrochen, Systemfehler, Getriebestörung, kein Antrieb. So, jetzt müssen wir kurz warten, weil das Auto muss noch mal runterfahren, damit wir das Auto wieder starten können, damit wir hier rückwärts rausfahren können. Aber guck mal, wie ich hier drin sitze. Also es ist echt, guck dir das mal an, ich liege hier drin, ich liege. Unsere Beine sind vielleicht so auseinander. Ja. Und stell dir mal vor, du fährst jetzt damit nach München. Da muss man sich echt mögen. Ja, man muss Markus, ich mag mögen. Dich ja. Das ist sehr gut, sonst würden wir jetzt hier heute auch nicht sitzen. Und guck mal, wie hoch meine Säule hier ist, meine Einstiegssäulen hier sind. Aber auch hier ist Plastik, ne? Ja. Guck dir das mal aber, an. Aber da legen Sie Wert drauf, das ist aus dem 3D-Drucker. Auch die Kameras, habe ich gesagt, sind total, die Außen, wenn du da nachher noch mal drauf gehst mit der Kamera, die sehen auch fürchterlich aus. Aber es ist ein 3D-Drucker. Bestehen sie, ist 3D-Drucker. Ich würde sagen, der ist kaputt. Der Schleif. Was ist los? Das ist schon irre. Irre. Das ist mein Sauger schon. Ne? Das ist mein Verbrenner jetzt. Ja. Hallo. Wir fahren mal raus. Und warum man Kopfhörer hier drin hat, sage ich euch gleich. Komm, lass raus. Alter. Krass. Das ist krass. Alter, das gibt's nicht, das gibt's nicht, wie du hier rauskommst. Das ist echt unglaublich. Nein, alles gut, ich hole mir jetzt meine Schuhe. Ja, und bei mir ist es ein bisschen schwieriger mit einem Arm. Aber es geht. Mit so ein paar Tricks. Das Auto erreicht innen ein Geräuschpegel von ca. 107 dB. Ich habe mal gegoogelt, was ist 107 dB laut? Steht laut Google, 80 bis 100 dB erreichen vorbeifahrende LKWs, Motorsägen oder Winkelschleifer. Hier droht bei Dauerlärm bereits der Gehörschaden. Bei 110 dB ist eine Schmerzgrenze erreicht. Kreissägen und Presslufthammer liegen in diesem Bereich, aber auch der Lärm in Diskotheken oder die Musik aus dem Walkman. Okay? Ja. Und jetzt kommt erste Technik, was wir hier verbaut bekommen haben, Hubschraubertechnik. Ja. Jeder, der jetzt mal ein Video anmacht und sieht Hubschrauber, dann sieht ihr immer, dass die Leute Kopfhörer aufhaben. Und hier ist es genauso, also damit man sich unterhalten kann, okay, hast du hier ein Headset, setzt du die auf, so, und dann steckst du das hier rein. Ja, an den Sitzen, an den Gurten sind die Verbinder. Da sind sie an den Gurten, dann stellst du es hier rein, bam. Ja. Und dann kannst du dich mit deinem Beifahrer unterhalten und du hast keinen Gehörschaden. Genau. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist noch nicht an und ich habe es nur auf und höre kaum mehr was. Das darfst du doch gar nicht. Im Auto fahren mit Steckern in den Ohren, verboten. Okay. Darfst auch keine Kopfhörer anziehen. Aber? Das ist alles richtig, aber die haben es geschafft, es hinzubekommen, weil
Die haben alle möglichen Warnsignale, Rettungswagen in Europa, egal ob in Deutschland, die hören sich in Belgien anders an, in Frankreich anders an, Polizeisirenen, sind alle abgespeichert im System und werden dann da weitergegeben. Das heißt, alles, was so mit Hupen zu tun hat und so, wird dann aufgenommen und an den Kopfhörer weitergegeben. Deshalb darfst du die aufhaben beim Fahren. Ach, Wahnsinn. Das ist eine geile Info. Das wusste ich nicht. Aber dass du überhaupt Kopfhörer mit Headset im Auto tragen musst, ist schon krank. Ist schon krank. Ist schon krank. So, jetzt kommen wir zur zweiten Sache, was ja hier Raumfahrttechnik ist. Es sind meine gewölbten Scheiben. Es ist die gewölbste Scheibe, die jemals für ein Automobil produziert worden ist. Und da ist Aston Martin nicht mehr weitergekommen. Dann haben sie die NASA angerufen und haben sich mit der NASA zusammengesetzt. Und dann hat NASA denen einen Lieferanten gegeben. Für der Lieferant, der für NASA tätig ist, hat dann die Scheibe mitentworfen, um diese Wölbung hinzubekommen. Ne? Ja. Das ist schon krass. Ich möchte nicht wissen, was ein Steinschlag in der Scheibe hier kostet. Ich würde es ja jetzt sagen, aber ich weiß es echt auch nicht. Ich weiß aber es nicht. Ich habe keine Ahnung. Locker mal bei 30.000, 40.000 Euro. Liegen. Locker, locker, locker. Und die Frage ist, ob es lieferbar ist. Es wurden 150 Autos produziert. Ja. Die Autos sind durchnummeriert. Das ist die Nummer 121 von 150. Hier hast du ein Emblem, wo du dann das sofort lesen kannst. Und hier sehen wir diese geballte Carbonwand und dann noch die Carbonfläche hier, was natürlich Aerodynamik pur ist. Und wir sind hier nur rückwärts rausgefahren. Siehst du da schon die ganzen Steine? Ja. Und das ruiniert natürlich sofort dein Carbon. Das siehst du hier, ne? Das matt, ist natürlich matt lackiert heftig. Ja, da unten. Ja, genau. Das ist krass und da reden wir locker über 60.000, 70.000 Euro nur von dieser Platte. Ja. Nur von dieser Platte komplett. Dann gehen wir im Heckbereich. Hier ist es natürlich auch wieder Rennsport pur hier mit den Das für den Anhänger dran zu hängen. Jetzt schraub nicht ab. Nein, schraub ich nicht ab. Ich wollte mal gucken, was los ist. Wir haben extra für den Hänger, damit wir auch einen Hänger ziehen können für Events. Ach so, okay. Ja, ne, dann ziehst du den da hoch. Nee, den hängen wir hier ein. Das ist extra so eine Speziallösung, die gibt es nur in England. Ja. Ne, und da kannst du jetzt einen Anhänger dran hängen. Die Amerikaner haben ja auch ein anderes Hängersystem. Nein, du hast doch keinen Anhänger. Ach, glaub mal. Hey, jetzt hat er mich richtig verarscht. Jetzt hat er mich richtig verarscht. Wir haben das Auto natürlich auf den Hänger gezogen. Ja, klar, so. Meine Güte, ey, meine Güte. Den schraubst du raus, da gibt es auch eine feine Platte. Dann siehst du halt nichts. So, okay, dann ist das alles klar. Verdeckt, ist okay, jetzt perfekt. Offen. Aber für so ein Auto natürlich Auspuff sehr, sehr dezent gehalten, sehr versteckt gehalten. Ja. Gar keine Frage. So, und dann haben wir vorne die Lampen. Um natürlich Platz und auch Gewicht zu sparen, haben sie die Lampen sozusagen so verbaut. Also anders als wie bei normalen Fahrzeugen, die sind nirgendwo aufgesetzt oder sonstiges. Die sind im Karosserie mit drin, im Kotflügel mit drin. Und das Ganze ist ein Periskop. Periskop müsst ihr so verstehen, wie beim U-Boot. Und jetzt kommen wir zum Thema U-Boot-Technik. Rein theoretisch können diese Lampen um die Ecke schauen. Ja. Wie? Bei U-Boot kennt ihr ja auch, wenn der unter Wasser ist, schickt er auf einmal so eine Stange hoch. Genau. Und da sind zwei Spiegel und da ist eine Kamera dran. Da kann er heimlich gucken, was oben abläuft. Und genau so funktionieren diese Lampen. Das ist unfassbar, was da für eine Technik verbaut worden ist. So, und da haben wir hier die Titanfelgen auch. Sobald du hier irgendeine Kante erwischt hast, gibt es kein Smart Repair. Es gibt nur eine Sache, erneuern. 120.000 Euro, wenn du einen Felgenschaden hast und wenn du neue Felgen haben möchtest. 120.000 Euro. Welches Auto findet ihr schöner? Den Aston Martin Valkyrie oder den Mercedes AMG One? Wir blenden euch auch ein Bild von den AMG One ein. Ich bin mal gespannt, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Welches Auto findet ihr schöner? Hier macht man den auf. Ja. Oh, auch ganz easy. Okay. Ist auch nicht irgendwie mit einem Dämpfer oder so. Wow. Auch um Gewicht zu sparen, gibt es hier eine Stange. Die wiegt wirklich überhaupt nichts. Das ist ja auch krass. Das ist weniger wie ein Zahnstocher. Krass. Kommt hier rein. Wahnsinn. Das war's schon. Alles schön mit Carbon abgedeckt. Sogar hier alles mit Carbon mega cool gemacht. Das ist mein. Das ist Elektro, ne? Nee, das sind die Luftfilter. Und zwar sind das nicht die Luftfilter, sondern die sondern Wasser und groben Schmutz schon mal ab. Das ist auch total klasse gemacht. Das heißt, du hast die Luftansaugung ja vorne über den Schnorchel. Es endet hier, kommt hier drauf, wenn es jetzt regnet oder feucht, nass ist oder grober Schmutz, der perlt hier wirklich ab. Hier kommt kein bisschen Feuchtigkeit durch. Krass. Das ist ganz dünnes Netz. Krass. Das wird hier abgeführt. Mhm. Ja, hier vorne ist auch eine Aussparung. Ja.
wird abgeführt und wird dann nach außen abgespült quasi mit dem Wasser. Wahnsinn. Du hast hier einen 12-Zylinder-Motor und jeder von uns weiß ja, wie groß und überdimensional ein 12-Zylinder-Motor ist. Und dann noch Thermik. Wie kriegen Sie die Thermik hier hin? Ja. Deswegen hat er überall die Lüftungen offen, alles. Und da gehen wir gleich nochmal zu, weil wir haben einen Praktikanten dabei. Und da werden wir gleich was probieren. Da werden wir ihn mal irgendwo durchkrabbeln lassen. Und da bin ich mal gespannt, ob er da durchkommt. Weil Thermik, muss man auch noch was sagen. Ja. Hier ist ja die Schalldämpferanlage drunter. Ja. Die wird wirklich so heiß, dass du das nicht aus Carbon machen kannst, selbst den Flügel hinten nicht, weil es zu heiß wird. Warme Luft ansaugen ist der Leistungstod für alle Fahrzeuge. Ja. Jetzt hat man hier noch einen weiteren Luftkanal gebaut, das ist der hier. Ja. Kommt auch von vorne rein. Genau. Und der strömt genau hier hinter jetzt Fahrtwind ein, sodass wirklich der warme Bereich von dem Endtopf von der Ansaugluft ferngehalten wird. Das ist wirklich von der Ingenieurstechnik her. Das ist unglaublich. Es ist Formel 1. Da wird auch nur bei der Formel 1, bei der Königsklasse dran gedacht, dass man ja nicht ein PS verliert durch irgend sowas. Ja, genau. Und jetzt kommt die zweite Geschichte mit dem Hubschrauber, mit dem Kampfhubschrauber Apache. Da blenden wir euch ein Bild ein. Und zwar hat er eine Funktion eingebaut bekommen, um die Ansaugkraft so zu steuern, dass die Reifen nicht platzen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. So viel Power hat dieses Auto. Wenn sie das nicht verbaut hätten, hat das Auto so viel Power, dass die Reifen über die Antriebskraft platzen würden beim Fahren. Wir reden ja über 1800 Kilo Abtrieb, der hauptsächlich über den Ground-Effekt erzeugt wird. Mhm. Und das muss der Reifen natürlich dann abkönnen. Zusätzlich zu der Belastung natürlich unglaublich. 1000 PS Dauer. Leistung auszuhalten, plus nochmal das Kehrsystem, 170 PS, genau, wenn du ihn dann betätigst. Und Kehrsystem ist ja das Elektro, was du dazu schalten kannst. Das ist auch nochmal phänomenal. Das kannst du nur, da muss ich auch gestehen, ich möchte jetzt kein Klugscheißer sein. Nein, diese Information habe ich eben von Markus bekommen. Okay, das sage ich auch so. Quatsch. Das sage ich, das wusste ich nämlich nicht. Ja. Dieses Kehrsystem kannst du erst anmachen bei 9000 Umdrehungen. Man muss ja auch sagen, wir reden immerhin über einen 12-Zylinder mit 6,5 Liter Volumen. Dass der Motor über 11.000 Touren dreht, ist genauso unverständlich. Krass. Ich bin ja immer so ein Lackfetischist. Mhm. Okay, und gucke ja immer hin und her. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist, die Lackierung ist so hauchdünn, dass die Carbonstruktur zu sehen ist. Richtig. Das muss man sich mal vorstellen, weil da sprechen wir ja auch über Gewicht. Und ich würde mal sagen, so aus dem Bauchgefühl her, ein normales Auto hat ungefähr 3 Kilo Lack. Mhm. Mittlerweile muss ich sagen, wir sind so bei 12 Kilo. 12 Wenn Kilo? Wenn du die Grundierung alles mit da einrechnest. Okay, ich dachte jetzt nur Lack. Ja, ich dachte aber nur Lack, du musst ja alles vorbereiten. Okay, 12. Das hat man hier wirklich alles gespart. Das ist aber auch so Senna-Technik auch schon. Ja, ja, da siehst du das auch schon. Also ist sehr, sehr Was haben wir hier? Alles. Hier haben wir ungefähr 3,5 Kilo. Ja, maximal. Schon mit der Vorbereitung. Maximal. Und beim normalen Fahrzeug. Jetzt kommt noch Klarlack dazu. Klar. Ja, so, also, und jetzt holen wir unser Praktikant. Wir krabbeln mal da durch, damit er sieht, wie viel Aerodynamik dieses Auto hat. Aber. Ja, mit dem dicken Muskel muss ich noch gucken. Ich muss jetzt halt aufhören zu trainieren, Mann. Das geht so nicht. Nein, Markus, das geht echt so nicht. Ich finde auch. Das ist zu viel. Der Pulli wird schon ganz spack. Nein, ich hab, das ist XXXL. Das fällt mir nicht auf. Das kann ich auch tragen. Ja. Und was ich mega interessant finde, ist, guck mal einmal hier rein, damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, wo die Beine hingehen, wenn du drin sitzt. Also das heißt, das ist unfassbar. Du liegst in dem Fahrzeug und dann sitzt du auch noch so schief. Und dein Popo ist tiefer wie deine Füße, wie bei der Formel 1. Genau, so ist es. Ja, genau, das meine ich ja. Das hat man ja früher Flat Floor genannt. Ja. Genau. Flat Floor, jeder Jaguar E-Type Serie 1 Besitzer weiß sofort, wovon ich spreche. Und jeder Formel 1 Fahrer sowieso. Auch, genau. Also das Auto hat um die 3 Millionen Euro gekostet. Also umgerechnet von, ist 1,2, also 1,2 sind 2, ja genau. Kannst du einmal das im Brutto ausrechnen? 2,8, da kommen wieder 20% dazu. Mhm. Ich mache 2,8 mal 1,19. Ja, genau. 3,3 Millionen Euro hat das Auto circa gekostet, so wie er hier steht. Es werden vereinzelt schon Autos angeboten für circa 4,5 Millionen Euro. Solche Autos dürfen nicht nochmal verkauft werden. Du hast auch eine Mindesthaltedauer? Ja, ist vertraglich bei fast allen Fahrzeugen mittlerweile geregelt. Hier auch. Genau. Hier ist, glaube ich, sogar etwas länger, 18 Monate. 18 Monate, oder 24. Genau. Mit der Probefahrt können wir heute nicht machen. Warum nicht?
war das Auto noch nicht. Ich habe ihn leider noch nicht foliert. Der hätte ihn noch nicht foliert. Aber okay. Du hast mir doch irgendwas da so ein bisschen in Aussicht gestellt. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Das Auto wird bei CarRap foliert. Da werden wir auch eine Folge drehen. Und dann verbinden wir das mit einer Probefahrt. Auf jeden Fall. Und das bei euch. Alles klar, dann machen wir das so. Wir kennen ja immer Bremssättel. Aber guck mal, wie crazy sein Bremssattel hier ist. Sein Bremssattel ist hier unten. Gewicht. Ne? Schwungmasse muss immer nach unten. Alter Schwede, das ist auch Formel 1. Das ist unfassbar. Ja. Also seitlich oder ein bisschen höher oder nicht so genau habe ich hier, okay. Aber dass es da unten ist, das ist krass. Schon aber weißt du was? Du tu hast mir doch noch einen Gefallen. Wie lange hast du auf das Auto gewartet? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Ging noch. So, und dann war ja so, du hast einen Vertrag bei Aston Martin gekriegt, da musstest du sofort eine Anzahlung leisten. Ja, und in Höhe von? 500.000 Pfund sofort, innerhalb von 7 Tagen. Krass. Und dann nochmal, das war aber, die 500.000 Pfund waren nur dafür, dass man mich auf eine Liste schreibt zu den Bewerbern. Damit hattest du noch kein Auto sicher. Dann bin ich irgendwann angerufen worden, dann hat man mir mitgeteilt, Herr Sion, wir sind der Meinung, Sie sollten so ein Auto bekommen. Ja. Jetzt kommt aber noch ein Punkt, ich sage, welcher Punkt? Ja, Sie müssten jetzt noch mal 750.000 Euro überweisen, das auch innerhalb von einer Woche. Warum machen die das? Die wollen eigentlich sehen, dass du flüssig bist, das Auto, und dass du kein Zwischenhändler bist, der jetzt noch mit einigen Leuten telefonieren muss das Geld zusammenkratzen. Dann muss das wirklich in der Zeit auch wirklich nach England überweisen. Aber noch ein Punkt, jetzt guckt euch einfach mal die Aufhängung vom Vorderrad an. Ja. Ja, da sehen wir auch reine Formel-1-Technik. Ja. Und jetzt frage ich euch, wo sind die Bremsleitungen? Oh ja, stimmt, die gehen da durch. Wo ist alles andere? Das ist alles gecleant, das geht alles durchs Carbon durch. Das geht alles durch Carbon durch. Ich meine, wenn was dran ist, möchte man nichts reparieren wollen. Du hast einen Kofferraum hier. Also es hat eigentlich gar keinen Kofferraum. Ach, fuck. Und das ist jetzt das Einzige, was man Kofferraum nennen könnte. Hier ist der kleine Kompressor drin, Reifendrucksystem. Reifendruck und dann... Den kannst du natürlich rausnehmen, dann kannst du Winzportemonnaie reinlegen. Weil du hast noch nicht mal ein Handschuhfach und du hast noch nicht mal eine Möglichkeit, den Schlüssel irgendwo abzulegen im Fahrzeuginneren. Und deine Scheibenwischanlage machst du jetzt hier ran? Ja, schraubst die habe ich, hab ich abgemacht, fand ich hässlich. Do more, do more, do more, do more, oh, I tell her, do more, do more, do more, do more, go ahead, set the mood right. Like a full fight, you can work it out and load it up on tonight. Do more, do more, do more, do more. What tell you? Die kleinste Bremsdrittel. Ich habe Frosch. So, die kleinste Rück. Alter, mach mal. Sorry. Die kleinste dritte Bremsleuchte der Welt. Genau, die kleinste dritte Bremsleuchte der Welt. So, die kleinste dritte. Bremsleuchte. Noch, jetzt hab ich's. Nein, sag bitte nicht. Jetzt hab ich's. Die kleinste dritte Bremsleuchte der Welt. Guckt euch das mal an. Das ist so klein. Und guck mal diese Lichter an. Das ist echt genial. Blinker. Unfassbar. Das Ganze wirkt so für mich, als ob das ein Konzeptauto ist, was noch nicht auf den Markt gekommen ist. So, und jetzt, bevor wir weitermachen, bevor Markus das Auto reinfährt, kommen wir noch mal zu einem Gewinnspiel. Und zwar die Firma Viveda GmbH in München verlost einen niegelnagelneuen BMW 1er. Ihr könnt mitmachen. Und wie könnt ihr mitmachen? Ihr müsst auf die Instagram-Seite von Viveda einmal Viveda folgen, 3 Leute markieren und nach dort dazu schreiben, warum ihr das Auto gewinnen solltet. Und wisst ihr was? Ich lege noch einen rauf. Dann kommt das Auto zu mir, zu CarRap, und ich schütze das Auto für euch, dass es auch keine Steinschläge bekommt. Und dann findet am 1.12. die Verlosung statt. Und am 6.12. zu Nikolaus werden wir bekannt geben, wer das Auto gewonnen hat. Und ich werde in München persönlich dabei sein, wenn das Auto abgeholt wird. Und jetzt geht's weiter mit den Aston Martin Valkyrie. Jetzt kommt unser Praktikantencheck. Passt er da durch oder nicht? Und ich werde auch da reinkrabbeln. Normalerweise müssen wir Chris reinkrabbeln lassen. Chris? Nee. Chris? Nee, heute Chris? Nicht. Hä? Heute nicht. So, jetzt kommen wir zu meinem Challenge mit meinem Praktikanten. Leonard, komm. Jetzt haben wir hier, nur dass ihr mal checkt, wie heftig diese Aerodynamik-Einlässe sind. Du rechts, ich links. Mal gucken, wer am meisten reinkrabbeln kann. Alles klar. Okay, warte. 1. Markus, was denkst du? Ah, ich tippe auf den Praktikanten. Oh, Mann, ey. 1, 2, 3. Boah, Alter. Das war's. Wie weit bist du drin?
Der ist fast vorne, der wechselt vorne schon die Scheinwerfer. Ich kann nicht mehr. Genial. So, wer hat gewonnen? Also der Punkt geht eindeutig an Leonard. Oh, und mein Pulli, meine Schuhe, mein... Alter Schwede. Jetzt guck mal bitte. Du hast eine helle Hose an, ich habe eine helle Hose an. Ey, ist nichts. So sauber ist es bei Markus auf dem Boden. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist krass. Du kannst hier vom Boden essen. Das ist unglaublich. Ja, cool, du hast gewonnen, komm. Ja, aber coole Challenge, Leute. Ja. Coole Challenge. Aber daran könnt ihr sehen, wie viel Platz da ist. Ja. Das ist alles Aerodynamik. Ne? Alles aus Carbon und ich will gar nicht wissen, wenn du hier einen Carbon-Schaden hast, da bist du sofort eine Million los. Richtig. Markus, vielen Dank. Hamid, danke fürs Kommen. Wir sehen uns in München. Ja. Bei CarRap, wenn wir das Perfekt. Auto komplett folieren und mit komplett folieren meine ich auch, dass wir hier auch im Unterbodenbereich genau. alles folieren. Und das Auto hat bestimmte Aufnahmen für die Hebebühne. Du kannst nicht irgendeine Hebebühne nehmen. Du hast eine bestimmte Technik, wie du die Räder abnimmst und so weiter. Das werden wir alles machen, da werden wir euch mitnehmen. Das wird eine ganze Folge und da werden wir das Auto auch zusammen fahren. Genau, und das wird super interessant auch. Da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Schreibt mir in die Kommentare rein, was findet ihr besser, den AMG One von Mercedes oder den Aston Martin Valkyrie. Bis nächste Woche Sonntag. Ciao. Ciao.